So. Entweder das ist jetzt eine neue Folge oder ihr guckt einfach normal weiter. Das werden wir jetzt rausfinden, also werdet ihr sehen. Ich habe es echt verpeilt, den Timer anzumachen mal wieder. Das ist ja prinzipiell so ein Let's-Player-Problem, weil das vergessen viele. So, ich weiß, eigentlich dürfte ich gar nicht herumgucken, aber ich will trotzdem wissen, ob da so ein Vieh ist. Weil die sind nun mal voll effizient. Aber die Zeit rennt uns davon. Bringt das eigentlich hier irgendwas? Kann man das schieben? Nö, kann man nicht. Ist auch nichts drin. Oh nein, der Eingang ist nicht da. Wo ist der blöde Eingang? Tja. Let's find it. Let's find it, sagt man das. Let's find them. Das ist dann mehr als alles auch nicht richtig. Wo ist denn blöder? Wo ist denn blöder? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Wo ist denn dieser blöde Ausgang? Der hat uns noch nie so viel Probleme gemacht als jetzt. Oder wie jetzt, besser gesagt. Diese Ebene kennen wir schon. Die Annee wir schon vorher. Das ist sehr sympathisch vom Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe trotzdem mal hier lang. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt, wenn ich mich beeile. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut. Ich weiß, da war eigentlich irgendwie ein Schatz oder sowas. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Jo, ich sah auf das Deal Small Sword. So, man kann ja angeln. Das ist ganz cool. Aber machen wir jetzt mal nicht. Wir gucken uns mal die Ebene hier an. Um dann gleich zum nächsten zu gehen. Na gut, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Mine. Wir wollen natürlich nicht nochmal das ganze Problem durchmachen. Ach ja, ich mag die Musik so Animal Crossing Style, das ist toll. Salino ist eigentlich schon schlafen, ist er noch wach? Ja, ist noch wach. Hallo. So, I have to be wary of strangers. Most people don't like a wild man. Ach, warum denn? Habe ich irgendwas, was wir ihm schenken können? Nee, irgendwie nicht so richtig. Schade. Ach ja, ich mag die Musik. So, 12.30 Uhr, das ist ja noch verkraftbar, ne? Oh, na das... Toll. So viel dazu, das können wir doch nicht mitnehmen. Ich muss ja dazu sagen, im Real Life bin ich gut und gerne mal noch länger wach. So, den Diamant, ich weiß nicht, wollen wir den Gunther geben oder verkaufen? Ich glaube, wir geben ihn den Gunther. Den nehmen wir natürlich mit hier, die können wir verkaufen. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Ja, aber wir behalten eigentlich alles. So, stimmt, das müssen wir noch kaufen, ne? Ach ja, die Musik. So, so viel Zeit muss sein, um den Mist hier einzusortieren. Die behalten wir mal. So. Jetzt haben wir's. Im Haus dürfen wir jetzt eigentlich nicht einschlafen vor Müdigkeit. Theoretisch, ne? Ich möchte mal jetzt nicht den Mund zu voll nehmen. Kann ich das wieder abmachen? Nein! Ich will das doch hier... Na, toll. Ich wollte das eigentlich doch dann lieber hier. Aber okay, wir gehen schlafen. So, ich habe natürlich noch mal einen Schluck getrunken. Und das ist gar nicht mal so schlecht. So ein paar Euronen für eigentlich nichts machen, das ist ganz cool. Was heißt nichts machen? Der Mais hat viel Arbeit gemacht. Sieht hübsch aus.
Sehr, sehr hübsch. So, das tun wir mal mit hier rein. Das können wir ja nicht so schönes daraus bauen, noch nichts, ne? Refined Quartz. Ja, bevor wir das haben, ist auch der Tag vorbei. 10 Stücke Holz und 1 Stück Kohle. Na, ich weiß nicht, lohnt sich das? Das lohnt sich überhaupt nicht. Ein Bienenhaus wäre cool. Das behalten wir dann mal im Auge. Place a food or vegetable in here. Eventually it will turn into a beverage. Das wäre auch nicht schlecht, aber wo kriegen wir denn das Oak Reason her? Bin jetzt ein bisschen überfragt. So. Möchte diese Haley noch? Nein, möchte nicht mehr. Dann kommt das Quarz weg. So, der Geode, den behalten wir. Wie viel bringt eigentlich das neue Schwert? Na gut, ist auf jeden Fall besser wie Holz. Ne? Ich meine, so ein Stück Holz ist nicht unbedingt so effektiv gegen Gegner. Ist halt nur ein Stück Holz, ne? Ich werde endlich gleich nochmal in die Mine rein. Ich finde, das macht Spaß. Aber eigentlich kann man das auch eher im Winter machen, weil da haben wir wirklich nichts zu tun. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen aufheben. Ja, ich habe gesehen, dass das jetzt wieder nicht ging, das eine Feld da. Oh, dem Mais passiert. Ist ganz schön gewachsen, der Gude. Ja, super. Ich glaube, heute gehen wir mal nicht in die Höhle. Wir machen da mal lieber unsere Farm ein bisschen weiter. Weil die muss ja auch mal langsam größer werden, ne? Ja, dafür brauchen wir eigentlich auch wieder ein bisschen Energie, denn wir haben ja kaum welche. Cherry Bomb tue ich mal hier rein, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich versehentlich das Teil aktiviere. Und dann haben wir es nämlich erlebt hier. Ja, unsere ganzen Pflanzen in die Luft fliegen. So. So, war's das? Ja, das war's. Toll. So. Dann tun wir das auch erstmal wieder rein. Vorerst, ne? Ach ja, der Winter wird echt ein bisschen anspruchsvoll. Also eigentlich auch nicht, weil man hat nichts zu tun. Aber naja, die Eier, die können wir hier verkaufen. Und dann gehen wir mal in die Stadt. Hoffentlich hat der Pierre heute geöffnet, denn da hat er an irgendeinem Tag geschlossen. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das heute war oder gestern in dem Spiel. Oh, neue Aufgabe. Nein, das war ich nicht. I need a wild plum for a stew I'm making. Der Elliot. Mal gucken. Wird eh nichts. So. Ja, bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, was wollte die liebe Dame? Die wollte diese Amaranth Seeds, ne? Nehmen wir mal ein paar mit. Sollte das reichen? Das sollte eigentlich reichen. Wollen wir mal davon ein paar mitnehmen? Ich weiß es nicht. So ein Apfelbaum wäre auch cool, aber das ist jetzt zu teuer. Bringt es vielleicht auch nicht im Herbst. Die Eggplants, die haben wir ja schon. Die Yamseeds haben wir noch nicht. Die Cranberries sind ganz schön teuer. So, wir haben jetzt 18 davon. Fairy-Sits sind zu teuer. Aber wir können auch nochmal hier solche, ne? Nehmen wir mal mit. Ja, stimmt, die sind ja wieder mit so einem Stock. Nein, nehmen wir auch mal 18 mit. Dankeschön. Wir haben ja jetzt endlich ein bisschen Geld. Das können wir auch mal investieren. Ich meine, wir kriegen ja fast das Doppelte. Fast das Doppelte, oder? Kriegen wir mehr als das Doppelte? Ich weiß es nicht. Man kriegt auf jeden Fall ganz schön was mit den Pflanzen raus. Ach ja, hier der Kürbis. Ich freue mich auf Halloween, aber ich bin froh, wenn erstmal Sommer ist. Es wird Zeit, dass mal schönes Wetter und alles Mögliche. Ah, kommt. So, wo tun wir das mal hin?
Einfach hier hinhauen. Das war's. So, wir haben einen Reward bekommen. Belohnsam. Na gut, Dankeschön. Bringt jetzt natürlich nichts, das ist klar, aber im nächsten Sommer können wir vielleicht, wenn ich dran denke, die Dinge auch mal verwenden. Oh, der ist schon fertig. Na, das ist auch nicht schlecht. So, natürlich das mal wieder sortieren. So. Hallo. Ja. Aha. Okay. Okay. Gut. Danke. Danke für alles. Ach ja. Ach, guck an, die liest ja unterm Baum und genießt den Tag. We are very lucky to have a library in such a small town. Das haben wir auch. So, der Timer sagt, die Folge ist vorbei. Aber wir machen natürlich trotzdem weiter in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich schon mal tschüss mit Ö, macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.